Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin euer lieber Odo und wir sind zurück mit Österreich. Mit Österreich. Wir sind mitten in einem. In einer Revolutionsphase. Die Industriellen hätten gerne Interventionismus zurück. Ich hoffe, wir können das in irgendeiner Form. Ich möchte nicht zu Interventionismus zurück, wenn es nicht irgendwie notwendig ist. Wir haben so viele elende Radikale. Aber es werden immerhin weniger. Okay. Die USA hat eine faschistische Revolution. Sehr schön. Und die Faschisten werden gewinnen, wie es ausschaut. Weil die USA haben gar keine Truppen, sehe ich gerade. Wird eine kurze Sache. Solange niemand eintritt in den Krieg. Electric Railways unlocked. Good engines for motor industries. Fancy, wir bräuchten Unmengen an Elektrizität und Stahl, würden aber irre viel mehr Engines erzeugen. Okay, was haltet ihr davon, wenn wir das nur langsam halten? Und zwar mal mit. Uff. Stahl, also würden wir schön steigen. Aber Stahlwerke bauen wir ja gerade, also so gesehen. Dafür würden die Preise für Engines sinken. War's dann? Dann muss ich die Woche abwarten. Ah ja, beide bei plus 12% jetzt. Refrigerator Railcars for Whaling Wharfs. Das könnte mal. Das nehme ich. Fishing Wharfs, wo sind die? Da habe ich welche. Und Elektrizität und setzt Arbeiter bei in Venedig, brauche ich jetzt vielleicht Dalmatien und Istrien. Istrien vor allem. Aber Egypt werde ich wirklich brauchen, oder? Us, glaube ich, ja, mit das auch. Schwarz. Stationen gibt es eh keine. Und wir sind wieder im Plus, was das betrifft. Schauen wir mal. Ja, und da fängt der Krieg an.
Das könnte kurz und schmerzvoll werden für die USA. So, was ist das schon? Der Walachei? Hatten wir das nicht erst vor kurzem? Die mögen uns nicht. Sind aber konservativ und haben die Religiösen an der Macht. Das ist ein. Grundsätzlich sind. Andererseits, das sind die Aristokraten. Mhm, die sind auch konservativ. Wisst ihr was? So. Schauen wir mal, ob uns jemand bezahlt, dass wir kämpfen. Jetzt haben wir schon wieder ein Minus hier. Aber wahrscheinlich, weil wir. Nein. Ja, ich will aber nicht die höheren Steuern einführen. Wir haben eh schon so viel. Zurückgehen. Das Militär mag mich sowieso. Ich habe vergessen. Was ich jetzt auch noch tun? Ja. Naja, wenn die Radikalität nur auf 51 bleibt, langsam aber sicher sollten sie sich eh dran gewöhnen, dass wir laissez-faire eingeführt haben. Sie werden es mal lieben, oder? While discovered in Pennsylvania. Aber das Problem ist, dort bin ich nicht. Ja, wir behalten das im Auge. So, schauen wir mal. Brauchen wir irgendwo? Oh ja, wir brauchen unbedingt Eisenbahnen. Wieso haben wir dann nur noch eine 45-prozentige und einen 45-prozentigen Zugang? Ah! Weil sie nicht subsidized werden. Muss man sub alle Railroads. Okay. I see, seitdem wir in diesen Gebieten auch Sachen bauen, haben wir das Problem, dass wir hier zu wenig Marktzugang haben. Uff. Schlesien, wie schaut's bei euch aus? Ihr habt volle Railways, das heißt, ihr braucht definitiv welche. Steiermark. Ach, hier schaut so. Bei Railways, ja. Mhm. Und ihr kriegt es auch noch. Oil discovered in Malach, ja.
erobern. Geht das? Darf das? Oh. Die Russen unterstützen auch eher die Revolte. Nicht aus, wir haben nur noch Cross-Border Investments. Austro-Hungarian Industrialists are interested in making investments in neighboring Egyptian industries. Nein. Die sollen bitte in Plantagen investieren. An excellent investment. Austro-Hungarian relations toward Egypt improves by 30. But strong arm them into investing domestically. Die Kapitalien, nein, das will ich nicht. Will nicht, dass die Kapitalisten Einfluss verlieren. Da gewinnen nämlich die Aristokraten. Und obwohl ich grundsätzlich nichts gegen einflussreiche Aristokraten habe. Achso, warte mal, wir brauchen auch Bürokratie, sehe ich gerade. Meine Güte, hinten nach, was das betrifft. Kann das sein? Wir brauchen nur ganz wenig. Mills, 3 Government Administration. Low Government Legit. Ja, okay. Wir schon. Can what more declared interests? Warte. Es geht nicht. Woran sind wir interessiert? Südafrika? Diesen Teil von Afrika? Welt oder wie? Ja, natürlich. Und wir haben 14 mögliche. Na gut, dann. Zentralamerika. Frankreich, Britannien und letztes das Niger-Delta. Unsere Hilfe gar nicht, weil sie sind sowieso stärker als die anderen. Naja, okay. Die haben 20 mobilisierte Bataillone und die haben noch kein mobilisiertes, aber die haben auf ihrer Seite. Huch, was habe ich jetzt gemacht? Spiel gecrashed. Naja, wenn man dann schon sehen. Wisst ihr, könntet uns was anbieten, Freunde? Soll ich trotzdem einsteigen? Schon allein deswegen, weil ich den Serbens aufs Maul holen möchte. Nein, machen wir nicht. Wollte noch
da insufficient Böhmen brauchen. Okay. Government. Administration. Hier hinten nach. Und vielleicht sollten wir die sogar ganz dahin tun. Moment, Administration. Bevor wir irgendwas anderes machen. Na okay. Hätte sich auch geklärt. Ja, gehen wir da raus. Eigentlich nicht. Was machen? Oh, interessant. Die USA gewinnen. Das ist interessant. Haben sie den Hilfe gekriegt von jemandem? Die hat noch keine Einheiten, oder? Die haben doch nur 60 Einheiten, oder sind dürften offensichtlich starke Einheiten sein. Ja, die kämpfen sogar ohne General gut. Okay. Gut. Auf jeden Fall scheint nicht weiter zu. Auf jeden Fall scheinen sie sich weiter zu radikalisieren mehr. Okay, dann kolonialisiert weiter. Oh, I see. Diese Leute haben keine Waffen. Obwohl, was wir natürlich machen können, wäre ein Exportdruck. Wir könnten ihnen zumindest Waffen schicken. Cannot export small arms. We have no way of reaching this market. Das heißt, wir haben kein. Die sind direkt neben uns. No way of reaching it. Ja, von wegen. Ich meine, sie verlieren um einiges mehr als die anderen und sind viel, viel schwächer, aber sie sind einfach viel, viel mehr. Das sind so wie im Ersten Weltkrieg, Österreich gegen Serbien. Da waren die Österreicher auch viel schwächer. Oh, ist zurückgegangen.
Yay, nur noch 50%. Bald haben wir es soweit. Können wir bitte irgendjemand noch glücklich machen? So sind eigentlich alle unglücklich bei uns. 6 plus 12, 5. Oh! Echt jetzt? Wir haben es geschafft. Weniger als 35% der Bevölkerung sind Subsistence Farmers. Road to Progress. Ich dachte, das gelingt uns nie in Österreich, wenn wir so viel Bevölkerung haben. The industrialists have expressed their satisfaction with the direction being taken by the country. It's newly built factories. We've done this for our people. And we shall support Ukraine. Nein, we've done this for our people. Wir müssen die Leute glücklich machen. Mehr Loyalisten. Weniger Radikale. Das ist wirklich. Ah, sie gewinnen diese Schlacht tatsächlich irgendwie. Ich meine, sie müssen nur 10-mal so viele Leute ausgeben dafür, aber immerhin. Immerhin haben sie es gewonnen. Die Revolution ist auch mehr oder weniger abgeblasen. Alles ist gut. Und wir haben sogar wieder einen Haufen Bürokratie bekommen. Mal schauen. Achso, die habe ich noch gar nicht gebaut. Kann das sein? Ja, die baue ich gerade noch. Dann schauen wir mal, wie es nachdem wir die haben. Ah, wir könnten auch schauen. Das ist eine Möglichkeit, ich glaube, wir haben doch da noch Bürokratie, Urban Center, Arts, Government. Wir können doch noch einzelne Gebiete mit Telefon sehen. Mal, was das bringt, umgestellt haben. Okay, warte mal. Das schauen wir uns jetzt hier an. So, das ist 64 Bürokratie. Und wenn ich das umstelle. Produzierst du 83 Bürokratie? Okay. Oh, vielleicht 100. Wenn wir voll sind. Oh, warte mal. Was? Baden? Gegen das kommunistische Baden? Ja, wir sind auf Baden-Seite. Schon ein. Deswegen, weil sie uns eine Obligation hier sieht. Also die auf jeden Fall. Mhm.
So, nochmal zu sehen. Ja, ist eh klar, als würde. Wir werden auf jeden Fall auch mehr von der Electric Industry bauen. Aber wir bauen eh noch mehr. Und wir brauchen auch mehr Power Plants. So, Government Administration. Dann hat sie mir das angeschaut. Aber auf 100 geht das nicht. Wieso nicht? Zumindest schon gut gehen. Ah, oh ja. Okay, was ist das hier? Lahai. Und Radical Lahai. Wo ist das überhaupt? Ah, da unten. Ah, genau, das habe ich mir gedacht. Will ich. Parat machen. Machen wir vielleicht jetzt noch schnell, bevor ich es vergesse wieder. Ah, oh, Strengthening. And the Bomber. Ah, Promote Liberal Reforms. Außerdem sind die Aristokraten an der Macht. Wir tendieren auch in die Richtung. So, aber da gehen wir automatisch. Aber hier, wo du gehst und gehst und hier sagen wir mal so, dann machen wir folgendes, nämlich ich habe mich letztens angeschaut. Erstens einmal, die haben Industrie, die ihnen nichts bringt, weil sie keine Sachen für die Industrie haben, weil sie natürlich keinen Handel treiben können mit allen Möglichkeiten, aber so cool, die haben Kaffee, Park und Dead Mines. Achso, warte mal, nein, Big Game, da war glaube ich das Bessere. Genau, die haben weniger Industrie, weil Industrie brauchen wir nicht. Aber die haben Plantage. Das wollen wir. Mit Puppet. Und wissen wir, was wir als zusätzliches Walkout machen? Wir machen Band Slavery. Hier. Mobilisiert und kommt dann diese Frau. Das sollte ja wohl reichen für diesen Krieg. Wir hoffen einfach, dass sich keiner einmischt. Aber außer Frankreich ist niemand relevant. Alle anderen, die sich einmischen, machen wir einfach Band Slavery. Das klingt gut.
So, das heißt, wir machen da wieder voll. Da machen wir da auch voll. Also mehr. Schauen wir mal, ob die Revolution weiter steigt oder ob es ein gewonnener Krieg hilft. Na gut, meine Damen, meine Herren, ich wünsche euch einen schönen Abend. Schönen Abend, was Schönes. Peter.